Meine Kinder, die haben mich gefragt, Mama, wieso haben wir eigentlich keinen Hund? Ich sage, ihr habt doch mich. Ihr könnt mich knuddeln, ihr könnt mit mir spazieren gehen. Und ich renne sofort los, wenn ihr mir einen Gin Tonic irgendwo hinwerft. Da bin ich weg. Ne? Ja, seit dem Lockdown sind ja Hunde im Trend. Ne? Seit dem Lockdown gehört in Deutschland so selbstverständlich ein Hund ins Haus wie Karl Lauterbach in jede Talkshow. Das ist doch so. Überall Hunde, selbst meine Nachbarin hat einen. Meine Nachbarin Bettina, ja, mit ihrer antiseptisch gekercherten Luxusküche. Da ist jetzt ein Hund. Ein Chihuahua. Chihuahua Chantal. Die letzte Neubausiedlung bei uns, überall Hunde. Mussten wir auch. Bei uns residiert jetzt Dobermann Hans Günther. Und was soll ich sagen, es ist eine ganz neue Erfahrung. Jeden Morgen komme ich ins Wohnzimmer, der ganze Teppich getränkt in 1A Mittelstrahl. Super. Ist mal was anderes. Nee, wir haben die nicht aus dem Tierheim. Nein, im Tierheim gibt es ja keine Hunde mehr. Seit dem Lockdown gibt es im Tierheim keine Hunde mehr. Steht überall draußen auf den Schildern, Hund ist aus. Heute im Angebot Kakadus. Interessiert aber keinen, ne? Also keine Hunde mehr. So, wir aber natürlich, wir wollten Hunde haben. Und natürlich haben wir Wege gefunden. Hör mal, wir sind Akademiker, die verbeamtete Elite mit digitalen, ich sag mal, Ambitionen. Ne? Tierlieb vom persönlichen Imkern auf der Dachterrasse bis zur eigenen Hühnerhaltung. Der Stall, ein ausgedienter SUV. Da haben die Platz und ein Airbag. Falls der Gockel mal wieder sexuell ausrastet. Kann nichts passieren. So, ne? Jedenfalls, wo wir die Hunde her haben. Von eBay. Aus dem Dognet. Ja, ich war auch erst skeptisch und habe überlegt, ja, Moment, kann man das machen? Man hört ja so oft nach, Drogen- und Waffenhandel ist in Europa die drittgrößte Einnahmequelle vom organisierten Verbrechen. Der Welpenhandel, das ist kein Scherz. Ja, da gibt es richtige Schlepperbanden für die Welpen. Da ist man doch auf der Hut, bin ich auf der Hut. Habe ich als Test bei eBay eingegeben, suche Windhund in Köln. Kam als Vorschlag Kardinal Wölki. Hatte ich keinen Bock mehr. Auf eBay, aber meine Nachbarin, die ist einfach so schlau, die Bettina. Die ist studierte Anästhesistin und die ist bekennende FFV, freilaufende Freizeitveganerin, also quasi kein Fleisch, wenn es gerade passt. Ne? Also die weiß alles und die sagte, naja, man muss das richtig sehen. Man muss das nur richtig denken. Also diese Tiere, die werden ja viel zu früh von ihren Müttern getrennt, von den Schlepperbanden. Und es ist doch gut, dass es mich gibt. Ich kann mich doch jetzt da viel besser drum kümmern. Ich habe meinen Chihuahua, die Chantal, die habe ich direkt angemeldet zum Babyschwimmen. Und da muss ich sagen, das hat mich beeindruckt. Mein Dobermann Hans Günther, der macht jetzt Baby-Yoga. Herabschauender Hund, endlich im Original. Darauf haben wir gewartet. So, und jedenfalls, dann habe ich gedacht, naja, es ist ja so, wenn die dann eh schon rübergeschleppt worden sind, ne, aus Osteuropa, das ist ja Wahnsinn, die kommen ja in diesen viel zu kleinen Transportboxen an, die Welpen, ne, viel zu kleine Boxen. Kennen Sie dieses russische Matrioschka-Puppenset? Dieses, wo die immer kleiner werden? In der allerkleinsten Figur, in so was stecken die Welpen drin. Da sagen sich die Schlepperbanden, it's magic. Zauberkunst von der Welpenschlepperbande. Das ist mal was anderes als immer nur die Ehrlich Brothers. Ja? Feuer hier, Feuer da, Ritsche, Ratsche, Jungfrau, braucht kein Mensch. Ne? So, jedenfalls, die haben das also so gemacht. Und jetzt hatten wir also diesen Hund angeschafft. Jetzt waren ja monatelang die Hundeschulen zu. Das war für uns überhaupt kein Problem. Mein Dobermann Hans Günther, der ist jetzt so groß, der beißt dir jeden Jogger aus dem Weg. Das ist überhaupt kein Problem. So, das heißt, also ganz Deutschland hat ja jetzt Hunde. Ist das hier auch so in Hattingen? Viele Welpen angeschafft. Ganz Deutschland hat jetzt Hunde. Und aus Gründen natürlich. Man darf sich aus dem Homeoffice verpieseln, im wahrsten Sinne des Wortes. Man darf knuddeln, ne, den ganzen Tag. Und keiner klingelt mehr bei dir, damit ihr die Pakete für die Nachbarn annimmst. Das ist eine Win-Win-Win-Situation, ja? Jetzt habe ich aber eine Sache beschäftigt mich, da habe ich die Bettina gefragt, sag mal, Bettina, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Was machen wir denn mit den Hunden nach dem Lockdown? Wenn wir wieder ins Büro dürfen oder zu Auftritten? Ne? Und wenn die Oma den dann auch nicht nimmt, weil sie unterwegs ist zu Makramee-Kursen, Bingo, Aquafitness, ja? Dann sagt die Bettina, ist doch super. Dann gibt's im Tierheim endlich wieder Hunde.
Nach dem Lockdown, Dogdown. Weißt du Bescheid?